So, hallo. Mit einem Tag Pause, glaube ich, machen wir weiter bei Hyrule Warriors. Und ich glaube, wir haben einfach kleine Missionen zu erledigen, noch bevor wir mit der Großmission weitermachen, ne? Ich glaube, wir haben einige kleine Missionen. Counter hat was geschrieben von einer Mission, die um Haaresbreit oder so ähnlich heißt. Auf die ist er gespannt. Wo war die? Da, um Haaresbreite schwer. Du darfst keinen Treffer einstecken. Dann legen wir damit doch gleich mal los. Wahrscheinlich ist das dann die Mission, die uns die ganze Zeit über beschäftigt wird. Vorher gehen wir ganz kurz hier unser Zeug ab. Weil ich... Ah, kann ich eigentlich gerade schon wieder... Warte mal ganz kurz. Im Voraus Honig... Ah, habe ich schon. Okay. Habe ich in dem Abschnitt schon. Wahrscheinlich habe ich dann auch schon mich hier umgeschaut und rumgewurschtelt. Ja, das sieht allerdings jetzt nicht so aus. Ha. Wäre dann jetzt aber wahrscheinlich alles besser zum Verkaufen, ne? Besser verkaufen, als da jetzt reinleveln. Leveln würde ich dann eher halt mit wirklich sinnvollen Items. Ich habe jetzt halt keins dabei. Wollte ich das hier nicht blockieren? Jetzt ist es blockiert. Ach, es war blockiert. Ich dachte, das ist ausgegraut, wenn es blockiert ist. Ist es gar nicht. Ah. Ach so, ich kann... Ja, verstehe. Ich bin doof. Alles gut. Alles gut. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wäre es gesperrt und dann kann ich es nicht verwenden. Na, hier. Dann geht es nicht. Gut, ja. Puh, nun also. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, verkaufen können wir ja auch, wenn es voll ist, dann verkauft er ja automatisch. Das macht ja... Komm, wir spielen einfach. Was tue ich denn hier schon wieder rum? Was tue ich denn hier schon wieder rum? So. Um Haaresbreite schwer. Let's go. Ich habe schon gesehen, was da alles für Gegner sind. Wenn ich da wirklich keinen einzigen Treffer einstecken darf... Yikes. Könnte böse werden. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Vielleicht ist das auch eine Mission, die ich mir dann lange, lange aufhebe. Aber dann starten wir gleich mit der Mission durch, dass ich auch gleich gar keinen Bock mehr auf die Aufnahme habe. Ach Gott, ey. Die Woche ist sowieso schon wieder richtig merkwürdig. Weißt du, die anderen Jahre, wenn ich gestresst war, wegen Schule, dann lag es eher so ein bisschen an, ich will nicht sagen an den Schülern, aber so wie ich es dann immer gesagt habe, ne, also ja. Aber im Moment sind es halt, die Schüler sind voll angenehm und es ist das Ganze außenrum, was furchtbar aufregt. So. Ich habe nicht geguckt, ob es Crocs gibt. Das wäre jetzt stabil, wenn es in der Mission einen Croc gibt und ich nachher den Croc verpasse. Das wäre jetzt richtig stabil. Okay, aber hier ist erstmal Ruhe. Hier ist alles gechillt. So. Wir gehen mal vorsichtig den Weg hier entlang. Das ist doch so auch, dass es hier diese ganzen Stacheln gibt, ne? In den Wänden. Oder? Gab es die hier nicht irgendwie so Stacheln? Ja, hi. Gab es hier nicht irgendwo so Stacheln in den Wänden, die rausfahren können? Hä, und hier drüben müssten Gegner... Da haben wir doch schon mal einen Gegner. Das war ja richtig stabil. Okay. Also den Anfang kennen wir jetzt.
Hier kommen noch keine Stacheln. Dafür kommt da unten schon der erste Frechdachs. So, reicht es? Ja. Sehr schön. So, das war Nummer 1. Besiege die Truppen des silbernen Moblins. Also kommt auf jeden Fall auch noch ein silberner Moblin dazu. Na gut. Ich sollte halt wahrscheinlich einfach ganz viel mit Magie um mich werfen, weil dann habe ich keinen Ärger, ne? So, was kommt hier jetzt? Der nächste Magus. Probieren wir das doch einfach ganz genauso. Na bitte, das hat doch funktioniert. So. Ich denke, magietechnisch sind wir ja eh voll, ne? Also da kann ich eigentlich alles einsetzen, was ich lustig bin. Da jetzt wieder Fledermäuse von irgendwo. Ja. Und in dem Raum ist auch Party. Wer feiert in dem Raum Party? Ein Elektro-Pyro-Dingens. Nein! Es hat nicht gereicht. Okay, aber die ersten Viecher... Ach so, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier 3000 Mal die Dinger kaputt mache und dann Rubine einsammle? Die werden immer wieder zurückgesetzt, ne? Also immer wieder... Ach, hier geht gar nichts kaputt. Immer wieder die Kisten kaputt machen ist jetzt vielleicht auch nicht die beste. Dauert nur, kostet nur Zeit. Die paar Rubine, die dabei rauskommen, sind jetzt auch nicht wert. Okay. So. Also, das ist ja an sich kein Problem. Oh. Das denn jetzt? Ah. So, gehen wir mal zum nächsten Kandidaten. Der war ja gleich hier um die Ecke, ne? Genau. Ah, der falsche... falsche... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, falsche Taste, aber es hat zum Glück auch funktioniert. Eieieiei. So. Mein Ziel wäre halt, so viele Gegner zu besiegen, dass das A aufgeladen ist und ich das dann für die großen Gegner habe. Das wäre cool. So, haben wir alle? Da ist er. Ich habe ihn halt vorhin verfehlt, das ist das Problem. Aber er ist eh recht weit weg, ne? Yes. Das war knapp. Das war böse knapp. Hör auf damit. So viel dazu.
Ja, aber wir kommen der Sache näher. Ich werde jetzt ein bisschen mal gucken, ob ich die ersten schneller hinbekomme. Dann muss ich mich da ja nicht ewig rumärgern. So, das ging doch schon mal ganz gut. Zack. Weg damit. Oh, da bin ich einfach schon reingerannt. Wollte ich noch gar nicht reinrennen eigentlich. Ich wollte jetzt eigentlich... Hilfe, das ist nicht, was ich wollte. Aber ich glaube, der ist gerade mit sich beschäftigt. Das ist auch okay. Wenn du mit dir beschäftigt bist, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Es hat zwar jetzt länger gedauert, als es sollte, aber er geht genauso down. Eieieiei. Ich glaube, ich sollte wirklich den nächsten einfach mit Magie gleich angreifen, von Anfang an. Wo sind die Fledermäuse? Nicht, dass die mir nachher hier ins Gesicht springen. Ich sehe sie nicht. Okay. Ich hoffe, ich habe sie alle erwischt. An sich kann ich ja aber auch auf Abstand zu dem Kollegen bleiben. Der trifft mich hier ja eh nicht, ne? Dauert zwar dann 3 Jahre so. Aber er trifft mich halt eh nicht. Seine Reichweite ist schon geil. Haben wir hier irgendwas Cooles? Nee, schade. So, jetzt aber. Okay, wir sind eine Stufe weiter. Die Frage ist halt, was alles noch Lustiges kommt. Und ich muss, wie gesagt, auf diese Stacheln auf. Ich weiß nicht, wo die Stacheln waren. Vielleicht waren die auch in Schloss Hyrule. Ah, ich glaube, das kann sein. Die Stacheln waren, glaube ich, in Schloss Hyrule. Ja. Ich glaube, die Stacheln waren nicht in... Das hier ist ja Akala, ne? Das ist ja Akala. Ich glaube, da waren keine Stacheln. So. Ja. Hier macht gleich mal einen Abflug. Sollte ich jemals an so einer Fledermaus verrecken? Drehe ich am Rad. Sage ich jetzt schon. So. Was haben wir jetzt hier für einen Gang? Mehr Fledermäuse. Die Fledermäuse sind halt wichtig, um das A aufzuladen. Ne? Hier ist aber nichts mehr jetzt. Hier ist nichts Großes mehr. Hier sind nur kleine... Nur Kleinigkeiten. Und Geld. Da unten sind noch mehr. Okay, sehr gut. Richtig so... Halt so. Ja, da ist das A nämlich schon fast voll. Also wenn wir dann den größeren Gegner haben, könnte ich damit A einfach reindreschen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Solange es kleine Magier bleiben, ist ja alles okay. In Anführungszeichen okay. Hier kommt jetzt aber ein großer. Ich sehe das schon. Ne? Hier ist... Da könnten jetzt mehrere Gegner kommen. Jetzt schauen wir mal, was um den rum ist. Ja. Versteht ihr? Das sind auch größere andere Gegner.
Wir gehen mal noch den anderen Gang entlang. Das sind ja auch noch Gegner. Wow, 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 wow. Na, wir müssen ja auch noch wisst ihr schon. Die müssen wir ja auch noch machen. Und ich müsste von der anderen Seite auch noch da entlang kommen. Und wahrscheinlich sind dann nochmal Magier. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil mit Magiern käme ich klar. Vielleicht. Also jetzt bin ich halt doppelt und dreifach vorsichtig. Hier ist nix. So, hier... Was sind denn das da außen? Also wie komme ich denn da hin? Ach so, nee, ja klar. Verstanden, ich bin doof. Ich kann ja hier den Kreis runterspringen. Da kommen hier jetzt auch nochmal. Aber da ist nichts Rotes eingezeichnet. Theoretisch dürfen jetzt hier nichts kommen. Ich gehe trotzdem ganz vorsichtig hier lang. Geh einmal außen rum. Falls hier ein Krog sein könnte. Ich habe halt nicht geguckt, das ist das Problem. So, ich glaube, runter kann ich einfach, oder? Ich hoffe, da werde ich jetzt nicht böse überrascht. Okay. Hä? Hier ist nichts eingezeichnet. Okay, ich kann nur hier raus und dann komme ich hier halt gleich zu dem großen Raum. Vorsichtig jetzt. Ach du Scheiße. Warum denn gleich so viele? Wow, 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 wow. Nicht gut. Oh, fuck. Ich muss es anders angehen. Okay, das sind zwei. Gut zu wissen, aber... Oh, ich kann! Ich kann mittendrin! Ja, danke! Ich muss nicht alles am Stück machen. Oh, ist das gut. Perfekt. Es gibt einen Speicherpunkt. Missionen mit Speicherpunkt. Beste Missionen. Sehr gut. Na, dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren. Das ist schön. Das ist sehr angenehm. Und da es ja kein Zeitlimit hier gibt... Ach, fantastico. Na, dann kann ich ein bisschen rumprobieren. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist ja alles halb so wild. Aber von vorne starten, gut, die drei maskierten Dinger hätte ich jetzt auch nochmal hinbekommen. Aber, naja. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Hä? Das juckt den gar nicht. Reicht wohl nicht. Checkst du, dass ich hier bin? Die Großen checken aber was. Jetzt kommt der Feuermoblin. Jetzt wird er aktiv. Jetzt hat er mich bemerkt. So. Ach, da sind ganz viele Blobbys dabei. Aber da wir schon gesehen haben, was kommt, würde ich jetzt mein A eigentlich nicht bei dem Feuermoblin verschwenden wollen. Den Feuermoblin müssen wir jetzt so schaffen. Aber der hält ja auch nicht so viel aus.
Huch. Ja gut, wir arbeiten mit Magie. Ich habe schon wieder die Magie vergessen. Ich weiß. Da ich es jetzt gerade wieder gesehen habe. Ich habe schon wieder die Magie vergessen. I'm sorry. Wir arbeiten mit Magie. Ist in Ordnung. Gar kein Problem. Wir arbeiten einfach mit Magie. Ist okay. Ist okay. Ich verstehe das. Was war das denn? Wow. Was eine Attacke. Seht zwar nichts, aber ich treffe sie schon alle irgendwie, ne? Ja, sehr schön. Alle erwischt. In your face! Aber wenn er nochmal so einen roten Attacke macht, ist so einen roten. So eine Feuerattacke, das war nicht so cool. So, guck mal hier. Was hältst du hiervon? Oh oh. Nicht sonderlich viel hält er hiervon. Nicht sonderlich viel, verstehe ich auch vollkommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Mehr als das habe ich nicht gebraucht. Jetzt muss ich nur zu ihm hinkommen. Jawoll. Und tschüss. Und jetzt kriegen wir mit den restlichen Gegnern, sollten wir jetzt das A aufgeladen. Ja, A ist aufgeladen. A ist aufgeladen. Let's go. Alles, was jetzt noch bleibt, ist das A in die beiden silbernen Moblins reinzujagen. Ich hoffe, es sind nur noch... es sind drei Gegner noch. Aber gesehen haben wir zwei silberne Moblins. Oh, oh. Kommt da noch irgendwas vorher? Scheiße. Sind es drei Moblins? Es sind drei Moblins. Ja gut, dann lotsen wir sie doch mal her, würde ich sagen. Ah ja. Na, kommt her, Schnuckis. Kommen die anderen auch oder nur du? Naja, nur einen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Jo! Ausweichen! Boah! Der ist nicht ausgewichen. Komm, mach was. Sehr gut. Damit kann ich arbeiten. Komm, das reicht. Jawohl. Weg mit dir. Sehr schön. So. Zwei noch. Komm schon, das will ich jetzt nicht versauen. Wo sind die? Stehen die immer noch da, wo sie waren? Die stehen immer noch da, wo sie waren. Kriege ich die nicht beide getriggert? Na, es geht doch. Kuckuck. Es. So schlimm war es doch gar nicht. Vor allem dadurch, dass ich nicht nochmal diese Magier machen musste. So schlimm war es doch gar nicht. Sehr
Sehr gut. Okay. Siebenunddreißig. Klingt alles normal. Nichts, wo ich jetzt irgendwie mich großartig drum kümmern müsste. Gut. Aber das war aufregend. Das soll jetzt aber nicht die ganze Folge gewesen sein. Ich würde gerne noch eine Mission oder so machen. Weil wir saßen da jetzt schon recht lange dran. 25 Minuten sind jetzt schon rum. Huch. Das ist passiert. Oh, Herz! Was kannst du? Oh, yes! Gib mir das. Gib mir das. Alle plus zwei. Jawohl. So, was ist da jetzt aufgetaucht? Irgendeine neue Mission. Ach so. Schwer plus. Haaresbreite, schwer, plus. Ich verstehe das. Da gucken wir jetzt aber wirklich nur kurz rein. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Vor allem nicht in einer akzeptablen Zeit. Eieiei. Yo. Der Feuerleune. Natürlich, am Ende kommt ein Feuerleune. Na klar. Easy, gar kein Problem. Ach so, jetzt ist offen. Also, wir müssen auf jeden Fall unser A aufladen. Für die ganz großen Gegner müssen wir definitiv unser A ganz weit aufladen. Aber erstmal die Kleinen wegzischen lassen. So. Die könnt ihr auch verziehen. Die stehen halt einfach nur rum. Okay, soll mir recht sein. So, hier haben wir schon mal alles. Oha, okay. Ich habe mich nicht gerade wirklich von einem Oktorok treffen lassen, oder? Sensationell. Eigentlich halt gar nicht. So. Mein Freund. Das hat irgendwie nicht hingehauen. Habe ich sie jetzt erwischt, die Mistkröten? Jawohl. Stabil. Aber wahrscheinlich gibt es auch hier wieder irgendeinen Checkpoint nach irgendeiner Reihe an Gegnern. Nur das Problem ist, hier gibt es auch Zeitlimit. Das heißt, es könnte sein, dass ich zu lange brauche. Also ich darf mich nicht zu lange aufhalten lassen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. So, meine Freunde, das kann doch nicht... Ach, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss wohl mein Schild einsetzen. Das da. Das ist ein Schild. Junge! Jetzt wird's immer peinlicher. Aber jetzt werde ich auch immer ungeduldiger, ne? Also, das ist... Muss man leider zugeben. So.
Haha. Mit Strategie. Dich sehe ich diesmal, mein Freund. Du nicht. So, ist da jetzt noch einer? Diesmal gehe ich mit Schild vor. Da ist ein Krog! Hier hinten ist einfach ein Kroggy. Ist hier sonst noch was Gefährliches? Nein. Wo hast du denn hingezielt? Oh, ach so, das geht auch so. Ich hoffe, in der anderen Mission war kein Krog versteckt. Das wäre ein bisschen blöde. Aber ausgeschlossen ist natürlich nichts, ne? So, schnell wieder zurück. Mehr wie ein Krog wird es jetzt auch nicht geben. Jo, das ist halt schon ein Eismoblin, ne? Okay, ich hoffe mal, dass ich es rechtzeitig schaffe, mit den Bomben mein A aufzuladen. Oder mit den Pfeilen. Ich treffe überhaupt nichts. Okay, dann ebenso. Das ist ja dann wirklich ganz simpel. Brauchen wir nicht lange rumtun, machen wir es so. Ist in Ordnung. Weg mit dir. Und diese Horde da, das sind wahrscheinlich, sind das alles Pfeiltypen? Weil dann darf ich da nicht zu nah ran. Aber von hier aus treffe ich sie jetzt. Da kann ich jetzt auch Bomben reinknallen. Ich weiß halt nicht, ob ich zu nah ran kann. Na, nachher schießen die mich einfach ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich muss halt auch auf die Zeit gucken. Aber das erste A ist gleich voll. Aber das A heben wir uns definitiv für den Leunen auf. Die A-Attacken heben wir uns sowas von für den Leunen auf. Ich bin zu langsam. Ich guck mal, wo ich jetzt erst bin auf der Karte. Ich bin hier viel zu langsam. Ich muss hier rein, ich muss hier rein. Die Frage ist, haben die Pfeile oder können die einfach nur kämpfen? Weil wenn die keine Pfeile haben, sind die ja nicht weiter gefährlich. So, weg, 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 weg. Oh mein Gott, was ist denn da hinten los? Da ist einfach ein Feuerwächter. Weg! Bruder. Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, was die Zeit vor allem angeht. Aber die haben auch keine Pfeile, ne? Die haben alle keine Pfeile. Eigentlich müsste ich da einfach durch können. Ohne, dass die mich großartig ärgern. Ja, also fürs nächste Mal weiß ich's. Die haben keine Pfeile. Sollte ich jetzt gleich nochmal drauf gehen? Dann ist es an sich kein Problem. So. Ich hoffe jetzt... Oh! Ich sehe euch, meine Freunde. Ja, ja. Scheiße. Okay. Nächstes Mal um Haaresbreite schwer plus. Und ich sehe schon, ich habe hier wieder einen Speicherpunkt bekommen. Ich habe einen erneut versuchen. Wahrscheinlich ab dem Moment, wo ich den Eistyp besiegt habe. Das ist ganz gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.